Halloali und herzlich willkommen. Heute zeige ich mal, wie ich Eierlikör von Wachteleiern mache. Ist eine ganz einfache und ganz, ganz leckere Sache. Das braucht wirklich nicht viel. Ich nehme heute hier 30 Wachteleier. Dann habe ich hier nochmal 200 Gramm Puderzucker. Hinten noch einen klaren Schnaps. Das kann ganz preiswerter sein. Ob 30 oder 40%ig ist dann Geschmackssache. Dann habe ich noch 200 Milliliter Sahne. Die habe ich gemischt mit 100 Milliliter Milch, damit das nachher nicht so sehr fest wird. Und dann einige kleine Flaschen und einen Trichter. Ja, und meine Wachteleischere, damit lässt sich das wesentlich leichter handhaben. Als erstes öffne ich dann erstmal die Wachteleier, gebe die dann gleich hier rüber in den großen Rührtopf oder in den hohen Rührtopf. Ja, das geht wirklich zack, zack. Wenn man das jetzt alles mit dem Messerchen macht, dauert das ewig. Die Eierchen, die sind ja auch ganz frisch, die sind also maximal 3 Tage alt. Das heißt, ich kann die also wirklich so nehmen, ohne dass ich sie einzeln in eine Tasse reingeben muss. Das geht also wirklich ganz, ganz fix. Ich habe gerade festgestellt, dass dieser Behälter hier ein bisschen klein ist. Muss ich halt nochmal alles ein bisschen umschütten. Ist aber auch kein Problem. So, jetzt werden die Eier erstmal schön aufgeschlagen. Das kann man natürlich auch mit dem Handmixer machen. Rollt schon natürlich mit der Hand auch recht zügig. So, und dann kann auch der Puderzucker da rein. Durchmischen. Und dann kann auch die Sahne-Milchmischung damit zu. Und alles wieder gut durchmischen. Ja, das sollte dann alles schön eine gleichmäßige Masse sein. So, und dann kann auch der Korn dazu. Ich nehme heute hier 30%igen. Da nimmt man so 250-300 Milliliter. Das sind einmal 200. Ich nehme heute 300 Milliliter. So, rein damit. Und alles wieder gut durchmischen. Wenn man jetzt möchte, kann man auch noch eine Vanilleschote auskratzen und mit dazugeben. Das schmeckt auch immer ganz lecker. So, das Ganze im Moment stehen lassen, ein bisschen ziehen lassen und dann nochmal durchmischen und dann kann es auch schon abgefüllt werden. Wenn dann alles schön durchgezogen ist, ich habe das jetzt auch nochmal umgefüllt hier in diesen Messbecher, da lässt sich das dann einfach besser schütten, dann kann das in die Fläschchen abgefüllt werden. Mal sehen, ob mir das hier so gelingt, ohne groß zu tropfen. So, gut. Ist sogar noch ein klein bisschen übrig geblieben. Das fülle ich dann nochmal in ein viertes Fläschchen. So werde ich das jetzt verschenken. Ich habe hier so eine kleine Bügelfläschchen mit einem Gummi drin. Das lässt sich eigentlich immer ganz gut handhaben. Ich stelle das jetzt erstmal noch in den Kühlschrank. Das kann noch einige Tage leicht ziehen. Ja, so sieht das jetzt aus. So kann man das dann wirklich prima verschenken. Es ist ein ganz tolles Mitbringsel. Ob nun zu Ostern oder irgendwelchen anderen Feierlichkeiten. Da findet sich eigentlich immer eine Gelegenheit. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachmachen und sage schon mal zum Wohl. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!